Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von God of War. Im Hintergrund sehen wir einen kleinen toten Drachen, von dem wir ein wenig einen Blitzzahn entnommen haben. Und passt im Lagerraum gut aufeinander auf. Will doch meine treuen Kunden nicht verlieren. Mama, ich bin Ankh, wir sind Kratos. Da vorne ist Atreus mit Blitzpfeilen am Start. Wir haben erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oger und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Klar, ich weiß. Es ist nur, stark zu sein, fühlt sich gut an. Weißt du? Ja, ich weiß. So soll's sein. Leichter Runenangriff. Klingt eigentlich nett, aber nö. Eieiei, das war vielleicht ein Kampf in der letzten Folge mit dem Drachen. Das war ziemlich cool. Kann ich nicht anders sagen. Das hat Bock gemacht. Aber die Frage ist jetzt, wie weit sind wir vom Gipfel weg? Aber irgendwie tat mir der Drache auch leid. Irgendwie waren seine Flügel völlig hinüber. Dann mal los. Alter! Das Ding hat ihn einfach, gefällt mir das. Einfach hochgeheilt die ganze Zeit. Immer und immer wieder. Gruber. Na bitte, soll ich ihn zerschmettern? Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Na, triff ihn auch. Ah. Haben wir's. Ich hätte sie lieber auch ein bisschen hartnäckig. Hartnäckig. Tada! Komm, den vermögen wir jetzt ein bisschen. Er hat das nämlich. Was hat er so verdient? Was hat er so verdient, dass wir ihn so ein bisschen die Fresse zertreten? Liegt hier. Nur Gesundheit. Oder ne, weiter geht's. Irgendwie hat mir das gerade sehr viel Schaden zugefügt, was ich hier gemacht habe. War nicht so Ziel, der Sache. Okay, wir müssen die Brücke von der anderen Seite aus aktivieren. Gesundheit, sehr gut. Deswegen musste ich auch gerade mal ein bisschen ragen, sonst wäre das ziemlich in die Hose gegangen.
Und 3 Runen brauche ich wieder. Mit dieser wunderbare Kiste, die hier vorne steht. Aber hier ist schon mal gar keine zu sehen. Was ein bisschen arg merkwürdig ist, aber wir können mal gucken, ob wir hier... damit Dinge zu zerschmettern. Es freut mich. Ah, ein Schrank. Hier ist noch eins. Welche Geschichte? Oh, der Weltenbaum, oder? Der hier heißt Emil. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Was ist das? Ha! Ja! Toll, das war ein Sieg. So, eins haben wir. Sieht so aus, als ob wir fast draußen sind. Da ist keins. Auch nicht. Nachtmare! Okay. Da haben wir Nummer 2. Drehen wir die Brücke nochmal hoch. Gucken uns das da oben nochmal an. Kistchen. Hi. Wow. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Was vermöbel ich hier auch mit den bloßen Händen? Matthäus, komm her. Was ein Frechdachs. Was habe? Da aus dem Sarg gehüpft. Nur fast in die Hosen gemacht. Aber nur fast. Mehr Gesundheit. Oh, der Schub war klein. Den brauchen wir noch. Junge. Ja, Vater. Ha, schön, dass du was dazu lernst. Wir müssen mal noch nach oben. Es wird kälter. Wir müssen fast oben sein. Ja, schon lange genug unterwegs. Also durch den Berg zieht sich wirklich hin. Nicht mehr lange, Mutter. Die grünen Pfeile sind doch geil. Jetzt sieht es aus, als ob da draußen Licht ist. Da, der Gipfel. Wir sind ganz nah dran. Dein Köcher. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir, kaputte Waffen jedoch nicht.
So geht's erstmal. Gut? Gut. Geh. Wie geil langsam, das Junge. Mit dem Schnee auf, aussieht. Wo du hintrittst. Gott, wie gut der Schnee aussieht. Schild zerschlagen. Na? Hat er es gefallen, mein Freund? Hat er es gefallen? Ich deine Freunde mit der Axt weggeklatscht hab. Das wäre dann erledigt. Kommst du? Ist der neblig von hier oben. Okay. Irgendwas, roter Wald. Irgendwas ummauertes. Entfernte Stimme? Auch, oder? Ja, sei still. Nun denn, hast du in letzter Zeit gut gespeist? Nicht? Und du weißt, warum wir hier sind. Hat dir mein letzter Besuch die Zunge gelöst? Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Psst. Ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wichtig sein, wenn die Söhne Thors mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal, überschlagt ihr zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir, ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur. Und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Wenn niemand hinsieht, holen wir uns dein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind überall. Sind wir wirklich, nicht wahr? Haltet die Klappe, ihr Jungen. Okay. Wäre ich schneller gewesen, hätte ich sie dann gesehen? Ich denke nicht. Anders Baldur? Boah, und Loki? Hm. Aber warum sucht er uns? Ey, diese Aussicht von hier oben ist so krass. Also, wir sehen zwar nur den Berg, aber das sieht so gut aus. Von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind. Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber sie sind doch gegangen. Tu, was ich sage. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich? Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der neuen Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum jagt uns der Sohn Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen. Ich brauche nur etwas Zeit.
Es ist niemand da. Hab ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte das... Wir sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Es ist in Jötunheim, der Welt der Riesen. Nein! Hat sie das wirklich gemeint? Sieh doch. Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jötunheim in allen Welten. Siehst du den Berg, der aussieht wie die Finger eines Riesen? Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifrost. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Wir gehen nach Jötunheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Ja! Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie? Eine Hexe im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Jeden einzelnen Tag. Das ist kein Leben. Wie du meinst. Oh, aber ohne mich. Bruder, falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge, du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Ach gut. Jötunheim. Wir gehen nach Jötunheim. Wir finden das verloren geglaubte Reich der Riesen. Das ist... Sehr lästig. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist die Brücke nach Jötunheim? Sieht genauso wie diese seltsamen Türen aus. Das sind wohl von... Bestimmt kann uns Mimir helfen. Riesentüren. Falls wir ihn wiedererwecken. Nehmen wir erstmal seinen Kopf mit. Hey. Aber interessant. Sehr interessant. Und Baldur lebt also noch. Und er sucht immer noch nach uns. Wie lästig. Kennst du den Weg zum Haus der Hexe noch? Ja, im Wald mit den blutroten Blättern, südlich des Sees. Ich weiß, wo wir hin müssen. Hoffentlich ist sie heil aus Elfheim rausgekommen und kann Mimir zurückholen. Er war nett, bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast. Er hat mich drum gebeten. Wie locker er das auch sagt, einfach so. Ja, bist du ihm den Kopf abgeschnitten hat? War eigentlich ein cooler Typ. Aber jetzt? Ja. Sehr schön. Karte aktualisiert. Müssen sie zu... Die sind echt so weit gereist. Alter Schwede. Nicht schlecht.
reisen wir über den Weltenbaum zurück. Ja. Unglaublich, dass es Baldur war, der zu uns gekommen ist. Der Asengott Baldur. Und du hast gekämpft und gewonnen. Ja. Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder. Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen? Warum geschieht das alles? Frag den Kopf, als er wiederbelebt wird. Mach ich. Weißt du, insgeheim hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen. Außer der Schlange. Vielleicht die letzte ihrer Art. Bist du auch der letzte deiner Art? Ist es das, worüber du nicht gerne redest? Meiner Art? Ich meine, deiner Familie. Von Mutter und mir. Wo du hergekommen bist. Deine Mutter. Dein Vater. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Verstehe. Also ist die Antwort auf die Frage ja. Und bevor wir jetzt den Weltenbaum verlassen, verabschiede ich mich aus der heutigen Episode von God of War. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lassen würdet und ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und haut rein. Bye, bye.